Servus und herzlich willkommen. Ja, heute mache ich mit euch eine wunderschöne Lammhaxe im Schnellkochtopf. Und wenn es euch interessiert, dann schaut euch doch das Video an. So, natürlich brauchen wir eine Lammhaxe. Hier ein wunderschönes Exemplar. Dann habe ich hier etwas Wurzelgemüse, das sind Karotten, Sellerie und Lauch. Zudem brauchen wir ein paar Zwiebeln, etwas Rotwein, etwas Tomatenmark und später etwas Speisestärke zum Abbinden. Gewürze habe ich hier Salz, dann brauchen wir Knoblauch, Bohnenkraut, Thymian, ein paar Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, hier habe ich ein paar Pimentkörner, hier habe ich eine kleine Scheibe Ingwer und Rosmarin. Zudem braucht man noch etwas schwarzen Pfeffer, beziehungsweise ich habe hier bunten Pfeffer. So, die Lammhaxe werde ich jetzt erstmal etwas zuputzen, hier etwas die Haut abschneiden. Dieses Teil gehört normalerweise hier oben drauf. Das hat mir der Metzger abgesägt, aber ich wollte es unbedingt mitnehmen, weil das ist wunderbar für die Soße. So, nun etwas hier grob abschneiden. Wer das Fett mag, kann es auch gerne dran lassen. Ich mag es, aber hier außen, diesen trockenen Bereich vom Fett, den schneide ich etwas weg. Und auch hier, man kann es gut erkennen hier. Das kann man nicht mitessen. Das kommt auch später in die Soße. Dann salze ich die Lammhaxe erst einmal ein. Und auch hier innen drin, das ist ganz wichtig, hier am Knochen, da kann man hier so leicht hineinfahren. Da kann man das Salz schön reinrieseln lassen, damit das Fleisch auch überall gut gesalzen ist und gut gewürzt ist. Schön einreiben und dann auch schon mal mit etwas Pfeffer. Dann schneide ich mir den einen kleinen Knoblauch einfach etwas klein, ungefähr so, und das gebe ich jetzt hier unten am Knochen hinein und drücke es nach unten, damit das Fleisch auch gut aromatisiert ist. Auch hier oben gibt es eine kleine Öffnung, da kann man auch etwas Knoblauch hineindrücken. So, das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 20 Minuten etwas durchziehen und dann geht's weiter. So, dann brauchen wir Pfanne oder einen kleinen Topf. Darin mache ich erstmal etwas Öl heiß. Ihr seht, meine Pfanne ist schon heiß. Dann brate ich die Lammhaxe erstmal an. Und die Knochen gebe ich natürlich auch dazu, sowie die Abschnitte. Schön von allen Seiten anbraten. Jetzt gebe ich auch schon mal den Knoblauch dazu, denn dieser kann das Öl schön aromatisieren. So, das schaut schon ganz gut aus. Jetzt habe ich die Zwiebeln hier einfach nur ganz grob geschnitten. Die kommen jetzt auch schon in die Pfanne. Wird alles schön mit angebraten. So, die Lammhaxe gebe ich nun heraus.
und die Knochen und die Zwiebeln dürfen noch schön anrösten. Und da gebe ich jetzt auch schon einen guten Teelöffel Tomatenmark dazu. Und das lasse ich jetzt ebenfalls gut mit anrösten. Und hier noch ein kleiner Trick. Eine kleine Prise Zucker. Dieser Zucker karamellisiert jetzt und die Soße bekommt später eine wunderschöne Farbe. So, jetzt können wir einmal einen kleinen Schluck Rotwein ablöschen. Und wenn der Rotwein wieder verkocht ist, lösche ich nochmal mit einem kleinen Schluck ab. Und dann kommt auch schon mein Gemüse dazu. Das muss jetzt auch schön mit anrösten, damit es eine kräftige Farbe bekommt. Das dauert jetzt eine Weile. Ich lasse es jetzt für gute 10 Minuten rösten. Wenn die Flüssigkeit zu wenig ist, gieße ich noch einen Schluck Rotwein dazu. Und dann hole ich euch wieder dazu. Ihr seht, das Gemüse hat eine schöne Farbe bekommen. Hat auch schön hiermit angeröstet, auch die Karotten. Genauso soll es sein. Nicht verbrannt, aber eine schöne Farbe. Jetzt gieße ich nochmal Rotwein ab. Und dann gebe ich meine Gewürze alle hinzu. Diese dürfen jetzt ihr Aroma nochmal schön entfalten. Oh ja. So, dann gieße ich mit etwas Wasser auf. Und ihr seht, wir haben eine wunderschöne Farbe. Das lasse ich jetzt nochmal aufkochen. Und dann gebe ich es in meinen Schnellkochtopf. Ihr könnt es natürlich auch wie immer gewöhnlich im Topf machen oder im Ofen. Ich schätze, die Zubereitungszeit ohne Schnellkochtopf dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Im Schnellkochtopf vielleicht 45 Minuten bis zu einer Stunde. Da müssen wir dann später einmal nachschauen. So, und nun kommt alles in den Topf. Die Pfanne spüle ich nochmal mit etwas Wasser aus. Dann würze ich nochmal mit einer kräftigen Prise Pfeffer. Und gebe die Haxe auch in den Topf. Hier muss man jetzt etwas schauen. Wenn die Flüssigkeit zu wenig ist, dann gießen wir halt noch etwas Wasser dazu. So, je nach Gebrauchsanleitung im Schnellkochtopfdeckel jetzt zumachen. Stufe 2. Und nach ungefähr, ich sage jetzt mal 30 Minuten, werde ich den ersten Blick riskieren. So, 30 Minuten sind um. Jetzt schaue ich mal hinein. Ah, das dauert noch ein bisschen. Es ist noch ein bisschen zäh. Trotzdem, wenn wir den Deckel aufhaben, können wir noch einen Schluck Rotwein aufgießen und noch etwas Wasser. Dann lasse ich es nochmal ungefähr 15 Minuten lang kochen. So, Finale. Oh ja. Butterweich. Ich nehme da heute extra ein bisschen ein gröberes Sieb. So, da gießen wir das alles durch.
Und dann probieren wir die Soße mal. Jetzt binden wir die Soße noch etwas ab, und zwar mit der Speisestärke. Dafür einfach die Speisestärke mit einem kleinen Schluck Rotwein anrühren. Und wenn die Soße kocht, immer etwas hinzugeben, bis man dann die gewünschte Konsistenz von der Soße erhält. Je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Dicker oder etwas dünner. So, liebe Freunde, dann zeige ich euch das Ergebnis. Einmal eine schöne Lammhaxe. Butterweich gegart. Dazu gibt es bei mir zwei kleine Semmelknödelchen. Ihr könnt eure Beilage nach Lust und Laune auswählen, so wie ihr das gerne möchtet. In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende des Videos. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Probiert das Gericht unbedingt einmal aus. Es ist wirklich sehr schnell gemacht im Schnellkochtopf. Und es schmeckt auch sehr, sehr lecker. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.